Mein Freund, meine Freundin, Gott sieht dich. Gott sieht nicht alles, sondern jeden. Er schaut dich nicht an, er sieht dich wirklich. Sein Blick ist kein Blick des Beobachters, sondern der eines Freundes. Bei Gott. Gott ist dein Freund, dein Partner, dein Kumpel, auch das. Er baut dich nicht auf. Er verlangt nichts von dir. Er sieht dich wie kein anderer, innig und neutral. Gefällt deinem Freund Gott alles, was du tust? Nein. Aber er kündigt niemals seine Freundschaft. Das ist nicht möglich, weil Gott der Freund ist. Du kannst keine Geheimnisse vor deinem Kumpel haben, denn Gott ist Offensichtlichkeit. Er sieht dich die ganze Zeit, immerwährend. Warum? Weil dieser Blick zwischen ich und du die wahre Achse der Welt ist. Aus dieser Begegnung heraus ist alles entstanden. Begreife das. Es ist sehr einfach. Ist das Liebe? Wenn du so willst. Aber ich sage dir, es ist mehr als das. Es ist eine unerschütterliche Treue, die ultimative Begegnung. Eure absolute lebendige Einheit hinter der Polarität. Dieses wahre Du, das in Wirklichkeit du bist, wartet seit einer Ewigkeit auf deinen reinen und endgültigen Blick, auf deine Erinnerung. Kannst du den Blick Gottes erwidern? Natürlich. Mach das genauso göttlich. Erwarte nichts, bettle nicht, rechtfertige dich nicht. Das ist unter Freunden einfach unwürdig. Im Blick zwischen euch, zwischen uns, ist alles schon gegeben. Es ist. Dann steht die Achse und alle Formen der Welt können rechts und links von euch zerbrechen. Das werden sie auch tun. Und Menschen werden sterben. Du stirbst. Immer wieder, auch diesmal. Und dann wirst du wieder geboren. Wisse, spüre, dass der ewige Blick, das Herz und die Hand deines besten Freundes gerade in diesem Moment der Wahrheit unbedingt bei dir sind. Das ändert alles. Ja, es wird überall krachen. Lass dich davon nicht ablenken. Schaue einfach in die wunderbaren Augen deines treuen Freundes. Mit seiner, deiner, eurer, unserer Gewissheit und mit dem Gewissen halte die Achse. Stärke die Achse. Siehe hinein. Sehe deinen Partner wirklich. Gebe ihm deinen starken Blick. Gott ist dir näher als dein Atem. Absolut real und selbstverständlich. Und wenn du deinen Freund wieder siehst und spürst, dann werden das auch andere Menschen können.
öffne für sie das Augenlicht. Gott wartet auf deinen Herzensblick. Enttäusche deinen alten Freund nicht. Beleidige ihn nicht mit Furcht, Distanz oder Betteln. Gerade stehen, gerade schauen. In ewiger Verbundenheit eurer, unserer Einheit. Mache deinem Partner das längstfällige Geschenk deines mutigen Blickes. Heute, morgen, immer.